Jesus! Ich brauche wieder neue Fackeln, Moment! Und hier noch ein bisschen Eisen. Alter, was sind das hier für Geräusche? Da knistert's irgendwie. Hier hinter dieser Wand. Wahrscheinlich schauen die Creeper gerade einen Film an und essen ihre Popcorns und das Knistern sind die Popcorns da zwischen ihren Zähnen. Was ist das für ein Geflutsche da? Ein Slime hört sich anders an. Okay, neue Fackeln. Gut, jetzt haben wir eine jede Menge Fackeln. Und wenn ich nochmal das Knistern höre, raste ich aus. Ah! Was knistert da so? Ich bin jetzt neugierig. Kann es sein, dass es ein Enderman ist? Aber ein Enderman hört sich doch anders an, oder? Boah, vier Wege, sowas hasse ich am meisten. Das ist sowas. Das ist das Schlimmste, was kommen kann. Verflucht. Also gut, ich gehe jetzt mal dort lang. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh. Alter! Der Weg, der spaltet sich ja in tausend Richtungen, das gibt's doch gar nicht. Dieser Weg führt zu... Oh, sowas hasse ich, das ist echt eklig, sowas zu erforschen. Hier geht's überall in verschiedene Richtungen. Oh Gott! Ich will echt nicht mehr. Hier ist man extrem ungeschützt, wenn sich der Weg so in Millionen verschiedene Richtungen teilt. Und hier geht's nach unten. Verdammte Scheiße, ich will nicht mehr! Warum gehe ich dann noch tiefer rein, wenn ich nicht mehr will? Wegen diesen Rohstoffen. Mensch, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt erkunden soll. Ich muss jetzt aufpassen. Ich will nämlich nicht zum Spielball der Viecher werden. So, hier waren wir schon mal. Oh nein! Und der Weg teilt sich hier nochmal in verschiedene Richtungen. Die Spinne wollte mir einen Aprilscherz bereiten und mich von hinten angreifen. Okay, hier mache ich frei. Da oben geht's auch weiter. Gott sei Dank eine Sackgasse. Okay, hier ist wieder ein bisschen Eisen. Oh, ich muss was essen, Moment. Uns gehen langsam die Melonen aus. Wir müssen auch langsam wieder raus aus der Höhle. Und dürfen nicht hier zu lange drin bleiben. Ansonsten müssen wir uns durch Zombiefleisch ernähren. Oh, neuen Zombiefleisch.
Aber es geht hier oben noch irgendwo lang. Huch! Das ist das, was flutscht. Das sind Zombies, die gehen. Die flutschen also. So, so, so. Flutschi. Soll ich euch ab sofort Flutschi nennen? Die verfluchten Dinge, die man Zombies nennt. Oh, hier haben wir ein bisschen Kohle übersehen. Naja, aber zunächst will ich hier alles noch erhellen. Noch einer! Ey, komm, kusch dich! Spiel mit jemand anderen. Spiel mit dem Creeper, der freut sich. Alter, ich hasse es, wenn ich so hochgehe. Da kommen wir nämlich wieder in die Oberfläche und wahrscheinlich ist es gerade Nacht. Und sowas hasse ich auch. Wenn der jetzt was runterkommt, bin ich angepisst. Ah, okay. Hier ist wieder der Ausgang. Ach, wie schön, und es ist sogar Tag. Okay, ich glaube, das reicht erstmal fürs Erste. Wenn wir weitere Nahrung haben, können wir ja wieder reingehen in die Höhle. Aber momentan reicht es mir fürs Erste. Unsere Ausbeute ist ganz gut. Wir haben 54 Eisen fürs Erste. Das reicht doch ganz... Ja, das reicht. Gut, dann gehe ich jetzt zurück zum Haus. Es wird Nacht, wir müssen auch langsam uns wieder hüten vor die Zombies, die dann in der Nacht spawnen. So, jetzt geht die Sonne unter. Also, wir sind noch nicht in Sicherheit. Selbst wenn wir in unserer Bude sind, sind wir noch nicht in Sicherheit. Wir sind immer noch in Gefahr. Gut, erst einmal das ganze Zeug rein. Wir haben auch ein paar Pflastersteine gesammelt, das ist ganz gut. Wir können uns jetzt einen Ofen draus bauen. So. Den platzieren wir einfach mal da, den können wir ja später noch irgendwo anders hinbauen. Ist ja nicht so wichtig. Als nächstes, tue ich die Kohle in den Ofen rein und schmelze das Eisen. Und dann lage ich das restliche Zeug rein. Ach, die Karotte, die können wir uns auch noch irgendwie einpflanzen. Aber jetzt heißt es wieder Monster jagen. So, ich muss noch warten. Zwei. Dann noch einmal. Also noch einmal warten. Zack, und dann machen wir uns, nehmen wir uns das Redstone raus, was wir von unserer alten Welt haben. Verdammt, wir haben immer noch drei. Jetzt haben wir vier. Zack, und jetzt machen wir uns daraus einen Kompass. So, okay, hier geht's zurück nach Hause. Da, wo die Nadel hin zeigt. Als nächstes nehmen wir noch eine Eisenbahn raus, nehmen das hier. Und machen wir daraus eine Schere. Wir wollen, damit wir uns hier ein Bett craften können. Gut, und jetzt gehe ich Monster jagen. Ja, ein kleiner Leck. Und sind schon die ersten Kameraden da. Ich nenne sie meine Kameraden, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt such mal nach einem Schaf, während wir hier nach Monstern jagen. Verdammt, wieder ein Sprachfehler. Aber momentan sehe ich nur Kühe. Noch eine Kuh, noch eine Kuh. Immerhin sind sie farbenprächtiger mit dem Miser Texture Pack. Hallo Schwein. Was ist denn dort hinten? Ich habe Opti-Fallen immer noch nicht drin, daher kann ich jetzt auch nicht ranzoomen. Leider. Huch. Hallo, ein Spiel. Hey du, was machst du denn hier? Ah! Das war ja ein Creeper. Ein Jokey. Seht ihr das? Ein Jokey. Halb Spinne, halb Skelett. So sieht man auch nicht alle Tage. Ah! Dafür sind sie auch super stark. Geh weg!
Okay, die Spinne haben wir schon mal erledigt, jetzt kommt das Skelett an der Reihe. Huh! Wo ist ein Schaf? Ich will ein Schaf! Und keine Spieler, die als... Nee, keine Creeper, die als Spieler getarnt sind oder Jokies. Nee, hier gehe ich nicht hin. Hier sieht es mir nicht so freundlich aus. Hier ist ein Dämonen-Skelett. Ah! Verdammtes Skelett! Ah, Pfeil in dem Arm bekommen. Wir dürfen aber uns nicht weit von unserem Haus entfernen, sonst verlaufen wir uns und sind nie wieder zurück. Ach, der Creeper, der ist ganz rot vor Wut. Oh Gott, hier gehe ich auch nicht hin. Hier gehe ich auch nicht hin. Alter, was ist hier denn nur los? Der Creeper, der schmust mit der Kuh. Und jetzt kommt er zu uns. Ja! Ja! Nein! Huch, wir werden verfolgt. Das ist ganz schön hartnäckig, das Skelett. Autsch! Was habe ich gesagt? Ich hasse es, wenn du sowas machst. Geh weg! Nein! Du tust mir weh, hör auf! Aua! Ja, warum stirbst du nicht, verdammtes Skelett? Jetzt! So, es ist Mitternacht. Und da kommt schon der nächste, der Creeper, der vor Wut brennt. Ja, jetzt aber! Okay. Laute Kühe, was ist mit den Schafen? Ich will Schafe und keine Kühe. Oh Gott, das, ich will jetzt langsam wieder zurück, aber dann muss ich durch dieses ganze verseuchte Monsterfeld da durch. Ich habe wohl keine andere Wahl, oder? Also gut, ich wage mich jetzt einfach mal da durch und renne um mein Leben! Ah, lass mich in Ruhe! Hilfe! Ah, verpiss dich, Creeper! Aua! Verdammt! Warum habe ich das gemacht? Hopp, ab ins Wasser! So, hier sind wir einigermaßen sicher. Huch, da ist ein Oktopus. Und der kriegt Damage. Keine Ahnung warum. LOL. Und da ist unser Boot, das uns hierher gebracht hat. Aber weit und breit keine Schafe. Was ist hier nur los auf dieser Welt? Nur Kühe und Schafe. Nur Kühe, aber keine Schafe. Und lauter Untote. Jetzt sind wir hier in der Nacht und warten auf unseren Tod. Aber er kommt nicht. Denn ich wehre mich. Kann es sein, dass die Kühe die Schafe irgendwie versklavt haben oder so und zu einem Ort hingebracht haben, wo sie arbeiten müssen, wo sie so von Kühen angepeitscht werden? Arbeitet! Arbeitet! Ich habe vielleicht eine Fantasie, das ist echt unglaublich. Aber so eine Fantasie bekommt man halt, wenn man jeden Tag auf YouTube irgendwelche Scheißvideos anschaut. Ja, das müsst ihr doch auch am besten wissen, oder? Ihr schaut ja auch meine Let's Plays an. Knochen, 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 Knochen. Was ist da hinten? Ach, nur eine Spinne, okay. Ich gehe jetzt nicht mehr da durch. Ich habe die Hälfte meines Lebens verloren und wenn wir sterben, müssen wir hier nochmal zurücklaufen. Dafür habe ich viel zu viel Schiss. Ich warte jetzt einfach mal, bis die Nacht vorbei ist. Ja, ist zwar ein bisschen feige, ich weiß, aber wenn ich dafür überlebe, ist es mir wert, als fucking beschimpft zu werden. Vielleicht schaffe ich es ja in mein Haus rein, mal schauen, aber es kann sein, dass inzwischen ein Creeper in unser Haus gelaufen ist, weil unsere Tür offen ist. So schlau, ich habe meine Tür nicht zugemacht. Und der macht sich jetzt da hinten in meinem Haus einen Kaffee oder sowas und wartet auf mich.
Ach nee, der kann sich keinen Kaffee machen, der hat ja eh keine Hände. Ah, oh, der war böse. Creeper Diss. Oh, verdammt, da oben ist einer. Nein, ich hätte es nicht sagen sollen. Okay. Warum explodiert jeder Creeper, den ich angreife? Ich mach's irgendwie falsch. Na toll, jetzt haben wir ein fettes Loch. Nahe unserem Haus. Aber hier ist noch ein zweiter Creeper, habe ich vorhin gesehen. Wir könnten natürlich ein Spinnenauge essen, aber dadurch besteht die Chance, dass wir uns selber Schaden zufügen, weil das Spinnenauge uns vergiften kann. Huch, was ist denn da hinten? Ach, ein Enderman. Ich dachte, das wäre ein Zombie oder so mit einem anderen, mit einer anderen Textur. Hallo Enderman. Nicht ins Gesicht schauen, sonst wird er böse. Ah, du bist ins Wasser gefallen. Warum so wasserscheu? Na komm her. Warum habe ich das jetzt getan? Und das... Kannst du es nicht angreifen, wir sind im Wasser. Du bist ja so wasserscheu. Gott, wenn du uns der Schaden zufügt, dann verlieren wir sehr viel Leben. So, die Sonne geht auf. Gleich geht's euch an den Kragen, ihr miesen Skelette und Zombies. Und auch dir, Enderman, geht's an den Kragen. Da brauchst du gar nicht grantig werden. Nein, nein, nein. Huch. Na komm her. Alter! Auf zu keuchen. Leg den Block zurück. Huch. Jetzt habe ich Angst, aus dem Wasser zu kommen, wegen dem Enderman. Gleich portet er sich hin und ich krieg einen Riesenschiss. Huch. Ey, Enderman, mach mir keine Angst. Mieser Creeper, seht ihr den Creeper? Den sieht man hier kommen in diesem Gebüsch. Das ist mies. Das ist mieser. Jetzt weiß ich, warum das Texture Pack mieser heißt. Okay, ich muss zurück zu meinem Zuhause und zwar schnell. Ich muss was fressen, sonst verhungere ich. Aber ich muss aufpassen, es sind hier immer noch ein paar Creeper unterwegs. Und auch der Enderman ist aktiv. Der kann mich jederzeit überfallen. So, in unserem Haus ist niemand, okay. Gut, jetzt sind wir in Sicherheit. Und ich beende auch jetzt diese Aufnahmesession. Puh, war ziemlich aufregend in dieser Aufnahmesession. Monsterjagen Extremus. Naja, im nächsten Part oder in der nächsten Aufnahmesession, je nachdem wie es rennen muss, bauen wir uns was auf. Ich habe schon ein gutes Haus, das ganz gut aussehen wird. Ja, also in dem Sinne, bis zum nächsten Part. Oder im nächsten... Bis gleich. Also, ciao!